Hallöchen, Freunde. Ja, ich bin jetzt hier in über der Schrift, aber willkommen zum Bonusabenteuer von Dark Arcana, der Karneval. Da gehen wir auch sofort rein. Okay, ich merke schon, ich muss mich mal ganz kurz verschieben. Mich hierhin. Anscheinend bin ich jetzt der Jim Gibson, vermute ich mal. Bin einen Weg über dem Felsvorsprung. Das gesamte Reich fällt auseinander. Da ist ein riesiger Abgrund, der mich davon abhält, weiterzugehen. Ich muss ihn irgendwie überwinden. Okay, wir spielen auf jeden Fall Jim Gibson mal. Und was suche ich? Ah ja, der Spiegelscherbe hier. Der Haken allein hilft mir nicht weiter. Okay. Ein Entknotungsrätsel, das ist ja das Lieblingsminispiel vom lieben Lufia. Das jetzt aber relativ einfach war. Oh, jetzt hat die Frau auf einmal Haare bekommen. Alles klar. Flaschenöffner, wieder mal. Und nochmal das. Geigen. Was? Geigenmann. Der hier. Handschuhe. Kokosnuss. Notebook, also Notizbuch. Zwiebeln. Krawatte. Wo ist denn hier ein Teller? Wo soll denn hier ein Teller sein? Ja. Von wegen Teller, das war eine Schallplatte, aber okay. Wo ist die Gabel? Hier, das Glas ist hier unten. Okay, dann haben wir das jetzt hier. Collapsing. I should hurry. Okay, da kommen noch drei Hängemännchenfiguren hin. Ich will zum Löwen gucken und er lässt mich nicht. Alles klar. Die Auge sieht sonderbar aus, aber ich brauche etwas, das scharf und spitz, um das herauszubekommen. Okay, da kann ich nicht mehr lang. Ah, da ist die werte Mama. Das Wunderschöne, was das auch ganz. Was war das schon die ganze Zeit hier?
Okay, da wieder ein Geigenmann. Zuckerwatte, die ich nicht mehr essen würde. Schrauben. Eine Feder. Zwei Federn. Schlüssel. Eine Muschmuschmusch. Ein Amulett. Hörner. Wo sind denn hier Hörner? Da sind Hörner. Dann der Kaktus wieder. Ein Öffner. Flügel. Kette. Hier kommen wir zurück. Weil ich glaube, ohne ihr Junges lässt die Mutter uns da nicht vorbei. Zieh die Geigenmännchen nach oben und unten, bis sich alle an der korrekten Stelle befinden. Ja, und... Ja, ja, wieder so ein Rätsel. Das haben sie in der Hauptstory gemacht. Ja, ich liebe solche Rätsel, wisst ihr das? Entschuldigung. Okay, sorry Freunde, aber das überspringe ich. So, dann haben wir noch... Spiegel Nummer 3, Scherbe Nummer 3. Ja, das war mir für so klar, dass das so eine Art Hinweis ist. Dieser Stein befindet sich in Licht in der Quelle, okay, alles klar. Fällt noch ein Symbol, das Dreiecksymbol hier. Lass mich raten, das gehört dazu. The evil one is the chaos that has been present since the universe's inception. His sole purpose is to destroy whatever he encounters. He was captured and imprisoned to protect the other worlds from his devastating powers.
Guardian was appointed to protect any portals leading from the prison world to any other. When the Evil One tried to escape, he poured his soul into four stones hidden in this realm. To destroy the Evil One for good, find and destroy all the stones with the hammer of the Guardian. Only one who is willing to sacrifice himself will destroy the Evil One. Ja, da haben wir doch den Hammer schon. Also quasi soll ich da drauf dotzen. Okay, aber ich gehe nochmal zurück, weil da war noch ein Kristall. Nochmal zum Zelt, okay. Vielleicht dafür. Ein Opal. Wow, okay. Nochmal zum Riesenrad, da ist wahrscheinlich ein Wimmelbild wieder frei. Hä, was soll ich denn hier machen? Ach, da war noch eine Spiegelscherbe, die ich nicht gesehen habe. Upsi. Upsi, Daisy. Ja, da hat sich natürlich wieder ein Wimmelbild frei geschaltet. Ja, war schon klar. Fußabdruck wieder mit dem Schuh. Okay. Eintrittskarten. Tausendfüßler. Zuckerstange. Fußabdruck. Skeletthand. Fischgräten. Was? Staubbesen. Teddybär. Skorpion. Okay, dann haben wir das auch. Da kommt der Opal hin. Okay, das erübrigt sich ein bisschen als mehr oder einfach, ich weiß, ich kann es noch nicht sagen. Ich vermute mal, dass wir alle Opale anleuchten müssen. Okay, da kommt noch irgendwas rein. Ja, das müssen die Uhr. Ja, 2 von 3. Okay, 3 Uhrzeiger, alles klar. Haben wir noch eine Spiegelscherbe? Da müssen wir wahrscheinlich ein Feuer ausbreiten lassen. Da haben wir wieder ein Wimmelbild. Nest. Wo ist denn hier ein Nest? Bin ich blind? Nee, da ist das Nest. So, uralte Göttin, wahrscheinlich die hier. Ein Stalagmit. Uhrzeiger. Uhrzeiger. Der hier. Bernstein. Eine Halskette. Eine Trommel.
Ich nehme jetzt einfach mal das, was ich hier sehe. Okay, da war die Trommel. Die habe ich jetzt echt nicht aus dem Augenwinkel gesehen. Tut mir leid. Ich brauche eine Krähe. Dann eine Gabel. Ein Löffel. Und eine Pfeife. Da. Ist doch eine Pfeife, hallo. Also die Hintmarker sind manchmal echt ein bisschen beschränkt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hierfür nur zwei Bilder. Stelle die korrekte Uhrzeit ein, ordne dann das Muster auf der Oberfläche. Also ich verstehe es eigentlich mal, wenn ich jetzt so mache, dann dreht sich das Ganze so mit. Das verstehe ich ja. Upsi. Okay. Wo ist hier ein Pinsel? Ich brauche 3 Tarotkarten. 1, 2, 3. Goldmünzen. Ja, das ist so eine Tarotkarte. Weißt du, ich drück's schon an. Skelettgriff. Okay, das war ja nicht. Wo ist denn hier ein Skelettgriff? Okay. Halbmond. Ach, da ist der Sextant. Wo ist die Flasche? Da oben. Käfer und Kette fehlt mir noch. Okay, die Kette ist nicht gemeint. Die Kette ist gemeint. Und der Käfer. Toll, ich krieg einen Knochen. Da muss ich nicht hin. Ich bin richtig. Da, hier muss ich was machen. Okay, das ist das hier vielleicht. Okay, eine Spiegelscherbe fehlt mir noch.
Und ein Zahnrad fehlt mir noch. Ja, ich will halt nur raus hier, mein Gott. Ja, da hat sich schon wieder Wibbelbild eröffnet. Aber meine Freunde, das und mehr sehen wir in der nächsten Bonusfolge. Bitte.